Dingsbums auf die Krankenschwester, Nahkampf, komm. Hau zu, wir haben das geskillt. Das läuft. So, sie kann man auch steuern, die haut jetzt nicht so viel, aber okay. Ich hoffe, die kann sie jetzt nicht selber heilen, das wäre mies. Ey, die spuckt rum, die Sau. Ja, es ist halt so, es ist halt so. Aber die haben wir jetzt weg und Ruhe. Es ist einen schönen Salto Montale hat sie gemacht. So, und jetzt ist er dran, der kriegt auch noch hier den scheiß Streuner, der. So. Stöhnt sexy unsere Lydia. Die kann sicher was, der Pumuckl, aber lass mal das jetzt. Jetzt wird nur draufkaut. So, 69, okay. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir den Kleinen kriegen hier. Aber egal, beim nächsten Mal ist er dran. Der kann nicht so viel zuhauen. Ja, wir blocken ganz gut anscheinend. So, jetzt müsste er weg sein. Oh, noch nicht. Okay. Aber jetzt so. Komm, hau weg, Lydia. Nice one. Hast du schön gemacht. Wir kriegen 10 Schrotkugeln. Das ist sehr gut. Danke, mein kühner Retter. Das fängt doch schon romantisch zwischen uns zwei an. Die hält nicht recht viel von ihrem Mann, hm? Dann zwinkert mir zu. Okay. Was machen wir jetzt? So, die will auf dem Highway, okay. Oh ja, ein Date mit Lydia. Durchsuche die Raststätte tagsüber auf dem Highway. Ja, jetzt sollen wir weiter. Also wir haben es hier nur von 1 bis 3 geschafft. Es geht dann immer weiter. Also tagsüber, Highway, hier sind wir jetzt. Ne? Erreiche Gebiet 6. Erreicht das Gebiet 6. Ja, da sieht man, wo wir sind. Genau, das geht dann immer weiter und wird immer schwieriger. Okay. Ja, durchsuche die Raststätte tagsüber auf dem Highway. Ich würde sagen, das machen wir dann. Sie ist ja mit dabei, hoffentlich. Dann reißen wir da gleich hin. So. Jo. Wie sieht's denn bei ihren Skill? Kann man da was machen bei ihr? Nee, aber wir sehen, was sie kann. Sie kann gut schießen. Was kann sie jobtechnisch? Jo. Okay, also ich bin gut in Medizin. Jeder kann halt was Gewisses. Jo, wir sind in dem Gebiet 1 von 20. Ja, da fängt man anscheinend wieder von vorne an, oder wie? Da waren wir ja schon auf dem Highway. Das war aber anscheinend nur das Tutorial. Also, keine Ahnung, wie das zählt hier. Der muss wieder weg hier. So, Munition haben wir. Machen wir diesen Beinschuss. Der muss helfen, dass der nicht zu viel reinhaut. Hier der Schlipsträger. So, und sie. Am besten auch einen Beinschuss. Aber auf den anderen. Sie kann das ja auch. Also gut schießen kann die Tante, sodass die ein bisschen, sagen wir, einen Nachteil hat, ne? So, und jetzt können wir ein bisschen Muni sparen und hauen den Deppen hier weg. Was genau heißt das hier? Okay. Kampf, so, haut wie meine rein. Oh, der beißt sie, die Sau. Ah, die hat jetzt eine Blutung. Kann man das irgendwie... Ja, ich bin dran, dann würde ich sagen, hau mal drauf. So, und sie könnte Kampfbereitschaft machen. Dann kriegt sie nicht so viel Schaden, aber die hat ja eine Blutung. Ich glaube, in dem Sinne bringt man das schon einiges. Der kann auch nicht richtig zuhauen jetzt. Das ist natürlich super. Aber jetzt hauen wir den Pisser hier weg. Sie nur mit drauf und dann hat sich's. Weg ist er. So haut es hin, Leute. Wir kriegen Gewehrmunition, 4 Stück. Das ist natürlich nicht schlecht. Ah, wir haben einen Lieferwagen gefunden, super. Ja, plündern natürlich, plündern. Kann natürlich auch was passieren, da muss man schon aufpassen. Wir haben ein Werkzeug gefunden, nice, nice, nice. Jo, locker, zackig, flockig geht es heiter weiter. Ich hoffe, die hat nur Munition, jetzt habe ich nicht geschaut, scheiße. Ja, ich habe genug, wir schießen auf ihn hier. Beinschuss, Sau hat ein bisschen geblockt. So. Du schießt dorthin, der hat auch noch 6 Schuss. Beißt der mich der Arsch? So ein Arsch, Leute. So, der ist weg.
Haben wir super hingekriegt, aber ich blute halt. Sie blutet jetzt nicht. Das gibt anscheinend nur in der einen Runde oder so. Deswegen, wie geht das? Hauen wir den weg einfach. Muss mich dann halt einmal heilen zwischendurch, ne? Wenn wir zu wenig haben. Es geht schon. So, jetzt haben wir aber langsam mal weg da. Komm, nochmal drauf. Und wir haben die Herausforderung. Schlipsträger, da kriegen wir auch was. Was ist ein Scheißpapier oder was kriegen wir hier? Ne, Crafting Mantel. Das sieht aus wie eine Klopapierrolle. Gruppe entdeckt, leerstehende Raststätte. Jetzt sind wir da. So, Rationen und Snacks. Das werden wir natürlich plündern. Oh, die ist doch nicht so leer, wie ich mir die Untoten torkeln langsam auf. Scheiße, jetzt gibt's aufs Maul, Leute. Level 2, ja. Aber egal, ist kein Problem. Ein Beinschuss für den da. Boom, Digga. So, und der andere kriegt auch einen Beinschuss. Ja, dann werden wir einen schönen Fight hier machen. Die Säcke hier umhauen. So, der ist weg. Eine Runde hat er nur das Manko und dann ja, haut er wieder normal zu. Das ist blöd. Jetzt haut er wieder normal zu, aber das wird er jetzt nicht überleben. Also ist es schon in Ordnung. Der knabbert da im Hintergrund. Wir haben alte Waffenteile. Ja, es geht vorwärts. Wir haben Waffenteile. Sehr schön. Das ist die Frage, wie weit müssen wir da jetzt nur durchhalten? Das wäre interessant. Moment, jetzt muss ich mal was gucken. Beinschuss? Okay. Das machen wir bei ihm hier. Das ist die Frage, haut die den weg oder nicht? Ich glaube nicht. Aber wir machen das anders. Ich schieße den jetzt direkt weg, dann ist er weg. Der beißt schon wieder, der Arsch. Ja, biss ich die Zombies. Beinschuss bei ihm. So. Dann Nahkampf. Der Zombie wird lästig. Aber wir kriegen es schon hin. Ja, jedes Mal die Hälfte wäre nicht schlecht. Vielleicht sollte man doch öfters mal die Verteidigung benutzen. Wir haben das jedenfalls. Crafting-Material. Stahl haben wir auch wichtig. Wir haben ja schon für irgendwas benutzen können. Jetzt ist die Frage, was sollen wir hier noch machen? Ja, das haben wir eigentlich schon gemacht, durch die Raststätte durchsucht. Ich mache jetzt hier mal weiter. Ich weiß nicht, wie weit man das noch machen soll. Aber wir werden jetzt jedenfalls einmal das dann nehmen. Kampfbereitschaft. Und dann kriegen wir weniger auf die Lutze. Das zählt dann nur für zwei Runden, aber immerhin. Ne? Ist auch nur sinnvoll, wenn man da mehrere Gegner hat. Aber es vermindert den Damage. Ja? Die Frage ist nur, ist es das wert? Das ist halt so eine Sache hier. Haut doch ziemlich zu, der Arsch. Ja, die Kampfbereitschaft ist weg. Den Hammer. Aber ich muss bei dem jetzt einen Beinschuss machen, weil der Typ, der haut sonst zu viel zu. Das ist nicht gut. So, und wir hauen da jetzt ordentlich drauf. Weil der muss weg. Der muss einfach nur weg. Er macht schon derbe Damage. Das ist ungut. Wie viel hat er noch? Haben wir? Ja, 14. Wir müssen uns einmal heilen, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe relativ wenig Leben bei ihm. Bei ihr geht es ja gerade noch, sage ich mal. Materialien. So, einen Lieferwagen haben wir wieder gefunden. Das schauen wir uns noch hin. Ah, nein, nein, nein! Ich habe aus Versehen weitergehen gedrückt, ich Idiot. Oh, Leute, ich habe mich verdrückt. Natürlich kann man das nicht rückgängig machen.
Ich wollte das natürlich plündern. Seht ihr, so schnell kann das gehen. Man kann natürlich da zurück. Hab mich einfach nur verdrückt. Ich wollte das gar nicht. Ah, das ist jetzt aber ärgerlich, Leute. Das ist ärgerlich. Weil das wollte ich wirklich nicht. Könnt ihr mir glauben? Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Den Hammer. Aber Fehler passieren, da kann man nichts machen. Ist ja nicht das Spiel verloren. Kleinere Fehler kann ja mal durchgehen sozusagen. Aber ein bisschen ärgerlich ist natürlich, ne? So, jetzt haben wir den da weg. Und dann war's das. Wir müssen uns ein bisschen heilen, oder? Ich muss mich wirklich mal heilen. Was haben wir wieder? Kleidungsstück? Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ihr seht in der Entfernung eine Gruppe Überlebender, die misstrauisch die Gegend beobachten. Als ihr darüber nachdenkt, ob ihr sie umgehen sollt, weil ihr nicht wisst, ob sie freundlich genannt sind, hört ein Geräusch von der Seite. Scheiße, die umzingeln uns, habe ich so das Gefühl. Punks! Psst, hey! Ihr kommt mir wie gerufen. Wir sind gerade dabei, diese ahnungslosen Passanten auszukundschaften und ihre Wertsachen zu bedienen. Doch warum sollten wir uns eigentlich die Hände schmutzig machen, wenn ihr das übernehmen könnt? What? Nehmt euch die Typen vor und raubt sie aus, um sie einzuschüchtern. Tötet einen von ihnen, der Rest soll davonkommen, um die Beute abzustauben. Passt aber auf, dass wirklich nur einer von ihnen ins Gras beißt. Das soll ich jetzt ernst machen, oder was? Ich kriege ein Sturmgewehr, wenn ich das mache. Nö, das machen wir nicht. Wir rauben doch nicht die Leute hier aus. Das machen wir nicht. Was für Feiglinge, lasst euch hier nicht mehr blicken, sonst gibt's auf die Fresse. Hey, pass mal auf, dass ich dir nicht auf die Fresse hau. Ey, ich raub nicht andere Leute aus, Leute, wir sind friedlich, das machen wir nicht. Hätte man ein Sturmgewehr gekriegt, ja, aber wer weiß, wer weiß. Können wir nicht irgendwie hier uns heilen oder so? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Gut, gehen wir in den Kampf. So, jetzt muss ich sagen, wir müssen jetzt mal erste Hilfe machen. Ja, das kann ich bei mir selber gar nicht machen, oder was? Oh, scheiße. Ja gut, dann heilen wir sie zumindest mal für 33 Punkte. Scheiße, ich habe ein Problem, wenn das jetzt... das ist ein Problem. Weil ich gehe gleich drauf. Wir müssen dann in die Basis. Ich darf da nicht drauf gehen mit ihm. Wie viel haben wir denn noch? Er blutet auch. Ich kann das nur bei ihm machen. Na gut, dann machen wir zumindest mal Kampfbereitschaft, dass ich weniger reinkriege. Und sie muss halt jetzt... Ja gut, das geht auch so. Den da erledigen. Ein Beinschuss. Jetzt muss ich aufpassen, Leute, wir kriegen hier... Oh, die hat keine Munde mehr. Scheiße. Hat schon keine Munde mehr, die Dame. Oh, jetzt ist sie auch noch... Oh, Leute, Leute, das wird jetzt was. Ich schieß mal, dann geht er schneller down. Aber sie steckt nur mehr ein, wie ich zumindest. Gut, aber den haben wir. Ein Angriff vielleicht geht noch, aber ich muss da echt aufpassen, wir könnten da drauf gehen. Ein Fallenteil haben wir. Okay, sie hat ein Level up. Zumindest. Schau mal, vielleicht kann ich der auch beibringen, dass sie heilen kann. Job Skills. Sanitäter, das müsste eigentlich. Ja, sie muss. Ja, okay. Wir schalten das bei ihr auch frei, dann kann sie uns heilen. Allerdings muss ich dann diese Dinge da irgendwie teilen mit ihr. Aber ich kann es ja ihr geben vorübergehend. Das würde gehen. Wir geben ihr nur ein bisschen Nahkampf und es passt. So. Ausrüstung. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man das irgendwie teilen hier? Ablegen. Ich würde das gerne teilen. Scheiße, das geht wahrscheinlich nicht. Ja, dann gebe ich es halt ihr mal, dass sie den heilen kann oder mich heilen kann. So. Ja, dann können wir hier nämlich nur weitermachen. So, ich bin dran. Ich habe auch nur mehr zwei Schuss. Machen
mal den da. So, und sie kann jetzt, wie gesagt, mich heilen. Das ist natürlich gut. Oh, die ist schon wieder betäubt. Also, das geht gerade richtig ab hier. Aber indem er zugehaut hat. Ne? Wir müssen den ein bisschen loswerden hier, die Zombies. Und dann können wir weiter heilen. Weil einer macht nicht so viel Damage, wie wenn zwei hier dauernd zuhauen. So, ich kann nicht. Ich werde weiter auf ihn einhauen. Und sie lasse ich jetzt heilen. Und dann machen wir das einfach umgekehrt. Sie ist wieder betäubt. Kann nur ich. Dann drauf auf ihn. So. Mach mal Kampfbereitschaft. Ich hätte aber draufhauen sollen. War ein bisschen ein Fehler. So, erste Hilfe bei mir bitte. Nachher gebe ich mir wieder das und heile sie. So können wir es machen. Das vertut zwar ein bisschen die Munition hier, aber dafür können wir weitermachen, weil ich finde ja gute Sachen hier, ne? Jawohl. Kann mich schön nach oben heilen, die Tante. Das haut hin. Jetzt müsste ich eh schon, wie viel habe ich, ne? Ja, da geht nur was. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.